Hi, ich bin Johannes Ludwig, Rennrodler. Hi, ich bin Johannes Ludwig, begeisterter Wassersportler. Hi, ich bin Johannes Ludwig, leidenschaftlicher Hobbygärtner. Und ich zeige euch heute, warum Thüringen nicht nur für Rennrodler perfekt ist, sondern auch für Wassersportler. Und für Gartenfreunde. Los geht's! Kanuslalom mitten in Weimar? Wie cool ist das denn bitte? Für mich auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich Thüringen so mag. Und das hier ist ein weiterer Grund, auch in Weimar. Als Hobbygärtner freue ich mich sehr über die BUGA, die Bundesgartenschau. Die findet gerade in Erfurt und an 25 Außenstandorten in Thüringen statt. In einem davon sind wir gerade, im Park an der Ilm. Er entstand ab 1778, zum Teil auch nach den Ideen Goethes. Der Park vereint also genau das, was Thüringen für mich ausmacht. Natur und Kultur. Aber nicht nur Weimar hat zu Land und zu Wasser richtig viel zu bieten. Es gibt noch eine Stadt in Thüringen, die mich jedes Mal aufs Neue verzaubert. Willkommen in Jena, Thüringens zweitgrößter und vielleicht auch lebendigster Stadt. Hier studiert ein Fünftel aller Einwohner. In Jena ist also immer was los. Und trotzdem kann man hier auch ganz gemütlich unterwegs sein. Besonders gut klappt das beim Kanuwandern auf der Saale. Für mich die entspannteste Art, die Natur zu genießen. Hier kommt man auch am Volkspark Oberaue vorbei, Jenas grüner Oase. Der Park ist offizielles Kulturdenkmal und auch ein Außenstandort der BUGA. Ein idealer Ort zum Sport treiben, Freunde treffen oder einfach nur zum Relaxen. Ich hoffe, dieser Tag hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielleicht sieht man sich ja mal in Thüringen oder sogar auf der BUGA. Die läuft nämlich noch bis zum 10. Oktober mit vielen Events, Konzerten und natürlich ganz viel Grün. Und ich lasse den Tag jetzt gemütlich da vorne im Beachclub ausklingen. In dem Sinne, wir sehen uns, macht's gut!